Hier wird die Nacht zum Tag. Alles, was Markthändler und Supermarktbetreiber brauchen, auf einer Fläche so groß wie 23 Fußballfelder. Täglich wechseln mehr als 1000 Tonnen Obst, Gemüse und andere Lebensmittel den Besitzer. Hier auf dem Großmarkt Hannover. Wenn die meisten Hannoveranerinnen und Hannoveraner schlafen, startet der Markttag. Emily Binder macht eine Ausbildung zur Groß- und Einzelhandelsmanagerin bei einem Obst- und Gemüsegroßhändler. Um 23.45 Uhr wird der Stand aufgebaut. In rund 3 Stunden kommen die ersten Käufer. Ja, also ich war damals immer schon so, als Kind immer. Mein Vater arbeitet ja hier schon seit 30 Jahren, wo ich kleiner war. Da bin ich immer mit dem LKW zum Beispiel schon mal mitgefahren und habe immer mal so ein bisschen mitgeholfen. Und es hat mir immer Spaß gemacht. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, ich mache das jetzt. So, fand ich toll. So. Also wirklich. Und es ist schon hart, aber ich mache es trotzdem gerne. Also wirklich, ich mache es lieber, mag ich lieber die harte Arbeit, aber ich bin lieber, also wirklich lieber hier. So, ich bin auch gerne hier. Es ist wie so eine zweite Familie hier eigentlich. Family Business im wahrsten Sinne. Antares Binder ist der Vater von Emily. Gemeinsam packen sie noch, bevor die ersten Kunden kommen, Europaletten voll mit Obst- und Gemüsebestellungen zusammen, die in wenigen Stunden abgeholt werden. Gut, der Rucola kommt, kommt extra, nicht der Styropor. Ach, nicht der, okay. Nein. Spitzkohl sucht mir jetzt noch, den kann ich ja da mit draufpacken. Süßkartoffeln hast du auch. Hast du noch? Kohlrabi hast du gemacht, ne? Kohlrabi hatte ich gemacht. Das waren 6 Stück, ne? Am liebsten packe ich Salate. Weil die sind schön leicht. Warum? Die sind einfach. Die Kisten sind an sich so leicht. Wenn man wirklich dann 14 oder 15 Kisten neu kriegt, dann packt man einfach die alten oben drauf. Beziehungsweise alt nicht, ne, vom Vortag jetzt. Und am schlimmsten sind Holzkisten, weil da klemmt man sich oft so die Finger. Also wirklich, das ist schon. Wenn da so Weißkohl kommt, so als Mädchen dann da ganz oben die Palette, das ist ein bisschen schwierig, aber es geht auch. Aber mir wird dann meist von den Jungs hier geholfen. Also die helfen dann auch wirklich und dann geht es meist auch. Ja, hier packen alle mit an. So läuft das auf dem Großmarkt. Und der ist eine echte Institution in der niedersächsischen Landeshauptstadt. 1955 erfolgte der erste Spatenstich. Eröffnet wurde er im Juli 1958 und ist seitdem mit seinem Warenangebot hier in Hannover nicht mehr wegzudenken. Also hier kriegt man wirklich rund ums Jahr alles. Alles, was Sie sich vorstellen können. Unsere Händler besorgen auch alles. Das, was nicht saisonal wächst, wird international eingekauft. Im Zweifel wird es aus Paris vom Großmarkt besorgt. Es gibt eigentlich nichts an Obst und Gemüse, was Sie hier nicht bekommen können. Und deshalb stehen die Wochenmarkthändler auch Schlange in ihren LKW, wenn der Verkauf morgens um 3 Uhr startet. Das Einzugsgebiet des Großmarktes Hannover beträgt rund 100 Kilometer. Auch Matthias Kreitz aus dem Landkreis Northeim ist früh aufgestanden, um Gemüse für seinen Marktstand zu besorgen. Guck mal, den habe ich ganz frisch abgeladen hier. Echt? Hast du selber? Ja, natürlich habe ich selber, selber geerntet. Guck mal, der ist auch von unten sauber. Das ist richtig. Siehst du, da könnte man noch mal ein paar Kistchen mitnehmen, ne? Willst du noch welche haben? Wie viel soll ich denn noch draufpacken? 2. Ich bin selber Erzeuger von Gemüse und habe einen eigenen Wochenmarktstand. Und wenn die eigene Ware jetzt ausläuft, dann brauche ich erst, um mein eigenes Sortiment zu ergänzen. Ich verkaufe die Ware. Eier aus der Region, soweit das Auge reicht, und dazu Obst und Gemüse aus aller Welt. Auch aktuelle Foodtrends gibt es hier, die den Kunden schmackhaft gemacht werden. So für die jungen Leute, die kaufen das gerne. Ja, das ist englischer Rosengrün, ist das, ne? Genau, das ist hier so eine Kreuzung zwischen Grünkohl und Rosenkohl, ne? Also es wird immer nachgefragt, wenn irgendein Starkoch im Fernsehen sowas verkocht. Dann ist die Nachfrage da. Das sind Rosenkohl, nicht ganz ausgewachsene Rosenkohlblüten. Die jüngeren Leute nennen das Superfood. Und ja, das schwenkt man ein bisschen in der Pfanne an, ein bisschen Salz drüber, Butter, die Butter geschwenkt, schmeckt super und soll sehr gesund sein. Hier in der Zentrale gehen den ganzen Tag über die Bestellungen per E-Mail ein, die dann vom Team gepackt werden. Vorbestellungen sind aber kein Muss. Gekauft werden kann auch spontan. Gezahlt wird entweder per Rechnung oder klassisch in bar. 494,43.
Viele Händler kommen nur zur Abholung, deshalb packen Emily Binder und ihr Vater die ganze Nacht über und arbeiten ständig Bestellungen ab. Ich muss erst mal gucken, wo ich als nächstes hin muss. Ich hab hier die Äpfel drauf gepackt, den Wellern, Kaki, Fenchel und jetzt packe ich dir noch neun Brokkoli. Okay. Neun Brokkoli? Ja, dann mach doch gleich noch 6 Kohlrabi. Ganz schön frisch ist es hier im Dezember, immerhin überdacht, Regen oder Schnee sind kein Thema. Lieferengpässe dagegen schon, die machen nämlich auch den Großmarkt zu schaffen. Wir hatten vor 2-3 Wochen die Situation mit unseren Honigtomaten, die extrem knapp waren. Und man bestellt am Tag 40, 50 Kisten, nicht vielleicht 10. Und das ist auch für uns Verkäufer so ärgerlich, weil es gibt nur Ärger mit den Kunden. Ne? Jeder Kunde beschwert sich, warum kriege ich keine und der kriegt eine und Katastrophe. Ne? Und hat sich jetzt Gott sei Dank wieder gelegt. 6 Tage in der Woche hat die Firma Lotze Fruchtimport hier auf dem Großmarkt geöffnet. Die Auswahl ist schier grenzenlos. Diese Himbeeren zum Beispiel oder diese Erdbeeren, das ist alles Treibhausware. Himbeeren kommen aus Südafrika, ne? Wird dann hier rein importiert. Ist natürlich schwierig für die umweltbewussten Menschen, aber die Leute fordern es. Ja, frisches Obst ist eben auch im Winter gefragt. Dennis Bortels ist Markthändler aus Lohnde. Sein für 2.500 Euro bestelltes Obst und Gemüse will er schon in wenigen Stunden auf dem Wochenmarkt verkaufen. Ich fahre jetzt erstmal kurz nach Hause, leg mir noch eine Stunde schlafen und dann geht's zum Markt. Weil es ja erst noch 5-6, glaube ich. Markt geht ein bisschen später los. Die Wochenmärkte starten erst vormittags. Die Zeit auf dem Großmarkt Hannover dagegen geht am frühen Morgen so langsam zu Ende. Arbeiten mitten in der Nacht, schlafen gehen, wenn andere aufwachen. Emily Binder nimmt's locker. Für die Auszubildende ist das seit mehr als einem Jahr Alltag. Ich habe mich da schnell dran gewöhnt. Ich glaube, ich habe gar nicht so lange gebraucht, 2 Wochen. Das ist natürlich so schwierig, ein bisschen nach Freizeit dann. Man schläft ja tagsüber. Vormittags geht das noch, da sind die Freunde dann in der Schule. Aber nachmittags, wenn man sehr kaputt ist, dann schläft man halt auch mal ein bisschen länger. Aber ich stehe meist so dann um 15 Uhr auf und dann mache ich noch was mit Freunden oder gehe zu meinen Pferden. Also ich habe ein Hobby. Und dann geht man abends halt noch mal 2-3 Stunden schlafen und dann geht das eigentlich auch. Also ich komme damit sehr gut zurecht. Und so endet der Arbeitstag, pardon, die Nacht für alle hier dann, wenn die meisten Hannoveranerinnen und Hannoveraner aufstehen. Die Uhren, sie ticken eben anders, hier auf dem Großmarkt Hannover.